Ja, hallo. In diesem Jahr wird, was heißt hier wird, werde ich mal Literflaschen testen. Viele werden fragen, warum Liter? Ja, also ich bin der Meinung, Liter ist der Basiswein von Weingütern. Da muss die Qualität stimmen. Das ist das, was der Weintrinker in der Weinstube bekommt als offenen Wein. Das ist das, was man eigentlich sucht im Sommer, um eine Schorle oder einen gespritzten oder gut, mir ist sogar mal der Name Kastrierter entgegengeworfen worden, also Weinschorle ist das Thema. Das sind die Weine, die man dafür verwendet. Und da sollte man eigentlich auch auf Qualität setzen. Ich glaube, Bernardino hat ja auch mal angefangen unter der Prämisse, wir wollen auch günstige Weine mit hoher Qualität vorstellen. Ich hoffe, wir haben jetzt hier die richtigen Literflaschen gefunden für 2019. Überwiegend Riesling. Ich muss mich immer nach dem richten, was ich mir in Wien besorgen kann, irgendwie schicken lassen kann. Das ist Riesling. In der Hauptsache, es sind diesmal aber auch zwei Silvaner dabei. Andere Rebsorten haben wir ja schon getestet, Weißburgunder etc. Ich glaube, es ist ein schöner Querschnitt durch den Weinbau in Deutschland. Es sind einige VDP-Weingüter dabei. Einige waren schon mal einige Newcomer, wo wir noch keine Literflaschen getestet haben. Für mich ein sehr wichtiges Gebiet. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir mal zum ersten Flight. Ich glaube, 13 Flaschen sind dran. Ah ja, das ist schon Arbeit, ja. Aber angenehme Arbeit. Bis gleich. Ja, hallo. Erster Flight. Ich habe 4 Rieslinge. Aus verschiedenen Weinbaugebieten. Wir haben 2 Pelzer, wir haben einen von der Nahe und einen aus Württemberg. Ja. Gehen wir es an. Also wir fangen diesmal an. Weingut Tesch von der Nahe aus Langenlohnsheim. Martin Tesch für die Nahe, glaube ich schon, ein absoluter Vorreiter. Hat er das Weingut, als er es übernommen hat, komplett umgekrempelt, komplett auf Riesling ausgelegt. Mittlerweile gibt es auch ein bisschen Weißburgunder, Spätburgunder. Und hat auch vom Design der Flaschen das bei einer Agentur in Auftrag gegeben. Ich glaube sogar Düsseldorf, ich bin mir nicht sicher. Designpreis dafür bekommen. Ja, Etikett. Sieht auch sehr modern aus, das alte, eben das Porträt und dann eben ein Opel. Das ist ein Opel Admiral in Schwarz-Weiß. Also er hat ja viel für Punk übrig, Toten Hosen als Stichwort, aber wir müssen schnell machen, weil wir haben ja etliche Weine vor uns. Sehr klar. Marillenfrucht. Bisschen Birne. Schöne Fruchtkomponente. Säure, salzig ist er jetzt nicht. Aber ein schöner Riesling für alle Tage. Unter 10 Euro.37 Punkte.
Zweiter Riesling, wir sind in der Pfalz. Weingut Krebs. Haben wir noch nicht so viel von berichtet. Sicherlich ein sehr innovatives Weingut. Du willst mit ins Bild? Komm her. Ja. So. Ja. Aber zum Trinken gibt es nichts. Ja. Also. Typisch Pelzer. Nein, nein, Pipi, es gibt keinen. Sehr starke Säure, sehr trocken. Zitrus, ein bisschen Mandarine. So, ja. Na, hier tauschen wir mal aus. Dritter Wein. Riesling aus Württemberg. Weingut Aldinger. Einer der wenigen Liter Weinflaschen, die als Gutswein gekennzeichnet sind. Tesch waren zugekauft, da steht nur Abfüller drauf. Hier Gutsabfüllung. Nicht ganz klar, ob es eigene Reben waren, eigene Trauben waren. Hier bei Aldinger dürfte auch der günstigste sein. Direkt aus dem Schwabenländle. Ja, wir sind hier in Fellbach, genau. Schöne Weine machen die beiden Brüder. Und das ist halt, ja, das ist halt Riesling. Schöne Fruchtnote, Aprikose ist da, der Ganze hat auch den Namen, genau, Keuper, Gipskeuper, hat auch ein bisschen, ja, bisschen eine Kräuternote. Dezente Säure, schöne Frucht. Schöne Frucht. Vierter Wein. Den hatte ich schon mal bei einer Pelzerprobe mit Literflaschen. Da braucht man, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen über das Weingut Friedrich Becker. Dürften auch keine eigenen Trauben sein, das muss ich eruieren. Ist auch um den Zehner herum. Pfalz. Man merkt einfach bei den Pfälzern diesen knochentrocken, eine richtig kräftige Säure. Weil vieles von den Literflaschen eben doch der Grundwein ist für das Scholle.
vielleicht sogar mineralig. Ich muss dazu sagen, das ist ein 17er. Der ist halt nicht ganz so jung, nicht ganz so ungestüm. Auf zum zweiten Flight. So, zweiter Flight. Wir probieren jetzt mal halbtrocken. Finde ich eigentlich eine sehr interessante Richtung, weil es eben zu sehr vielen Gerichten passt. Jetzt nicht nur asiatische Küche oder so. Ich bin auch der Meinung, zu vielen Fleischgerichten kann man ruhig mal einen halbtrockenen Riesling probieren. Wir haben jetzt 4 Stück. Einmal Mosel, einmal Pfalz und zweimal Rheingau. Die beiden Rheingauer, die habe ich glaube ich schon mal vor 2 Jahren oder so gebracht. Aber ich finde es so ganz interessant, wie es im Vergleich zu den anderen ist. Und auch mal schauen, wie jetzt die aktuellen Jahrgänge bei denen sind. Wir fangen an mit Rheingau. Staatsweinkellerei Eberbach. Ja. Hat sich sehr geändert, das Etikett. Also früher war da eigentlich noch die Wildsau drauf. Recht nett. Jetzt ist es schon etwas mittelalterlich beeinflusst. Aber schauen wir mal. Es kommt ja auf den Inhalt an. Preislich sind wir da auch unter 10 Euro. Riesling. Sehr fruchtig im Geruch. Fehlt ein bisschen die Säure. Haben den 17er ist es doch. 11,5% Alkohol. Ich meine, wir sind im halbtrockenen Bereich. Ich glaube, 11,5 ist so die magische Grenze, wenn man Spontangärung macht. Bitte korrigieren, wenn es nicht der Fall ist, aber irgendwie stirbt, glaube ich, bei dem Alkoholgrad 11,3, 11,5 die Hefen ab und dann muss man doch noch irgendetwas, aber lass ich mich gern belehren. Stahltank. Es sind Fruchtnoten da. Also 35. Kein schlechter Wein. Aber es fehlt schon ein bisschen was. 34. 34 Punkte. Der hatte vor 2 Jahren ein bisschen mehr Rasse. Aber naja, schauen wir mal. 18 schwieriger Jahrgang. Viele haben nachgesäuert. Egal. Jetzt sind wir an der Mosel.
Und die Mosel kann garantiert fallen, Herb. Reichsgraf von Kesselstadt. Ich glaube, dann werden wir auch den Trocknen probieren. Im nächsten Flight. Und also eigentlich ein eigentlich so ein total aktiver Posten seit Jahrzehnten im deutschen Weinbau, die leider verstorbene Frau Reh Gartner hat sich sehr für den Riesling engagiert und da auch sehr viel Pionierarbeit geleistet. Das Weingut ist verkleinert worden auf 46 Hektar, einfach um mehr auf Qualität gehen zu können. Spontanvergärung. Ob das... Schiefer ist da. Der Schiefer ist da. Schöne Säure, mineralisch ist er, hat so ein bisschen diese Restsüße dabei, die Marille kommt durch, also sehr schöner Alltagswein. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir nochmal. Jetzt haben wir einen Pelzer. Dr. von Bassermann Jordan. Da haben wir den Trocknen probiert. Jetzt haben wir den 18er Halbtrocken da. Bestimmt eines der besten Weingüter in der Pfalz. Gar nicht so klein, aber machen sehr schöne Sachen. Ich finde es schade, früher hatten die auch ihr Jugendstil-Etikett auf der Literflasche. War natürlich schon klasse. Die hatten auch mal, ich fahre ja viel mit der Bahn, früher einen schönen Riesling, so in einer Viertel-Liter-Flasche. Das hat schon die Verspätung der Deutschen Bahn schon etwas ausgeglichen und verschönert. Gibt es leider nicht mehr. So, sollte die Bahn mal überlegen, wieder richtige Qualitätsweine reinzunehmen, wäre bestimmt nicht schlecht. Pfälzer Riesling, merkt man. Man merkt schon stramme Säure. Sehr schön. Wir sind hier auch bei 11,5. Die Weine haben also eigentlich alle einen sehr angenehmen Alkohol. Also den könnte ich mir sehr gut, ich weiß gar nicht, es ist ein Pfälzer Gericht, Himmel und Erd. An der Mosel habe ich es gegessen, also so richtig Blutwurst in Scheiben, in der Pfanne angebraten mit gebratenen Äpfeln und Kartoffelpüree. Und vielleicht könnte man sogar noch Sauerkraut dazu nehmen, Riesling-Sauerkraut, lecker. Also da ist er perfekt.
Und ich finde auch zum Pfälzer Saumagen. Wird immer unterschätzt. Super Gericht. Ja, und der, den hatten wir schon mal vor 2 Jahren. Aber der hat mir damals so gut gefallen, den wollte ich nochmal drin haben. Rheingau, Weingut Robert Weil. Und das hier ist eine Erzeugerabfüllung. Also keine zugekauften Trauben, die sind vom Weingut. Finde ich immer irgendwie interessanter. Schöne Mineralität. Das ist ein Literwein, ne? Ist auch der teuerste. Habe ich für 12,50 Euro gekauft. Wobei man sagen muss, das ist schwer mit normalem Literwein zu vergleichen. Es ist für meinen Geschmack ein Schnäppchen. Ja. Der Bassermann Jordan 38, Reichsgraf von Kesselstadt auch 38. Sehr schöner Flight, ich muss sagen, wir machen die Literweine langsam Spaß. Und wir machen jetzt den Turboflight. Hallo? Dritter Flight, wir wechseln die Rebsorte. Wir haben jetzt endlich mal 2 Silvaner von 2 sehr bekannten Weingütern. Einer davon natürlich aus Franken, der zweite aus der Pfalz, man sollte es nicht glauben. Wir beginnen mit der Pfalz, Weingut Friedrich Becker, Silvaner. Gutsabfüllung. Das scheinen eigene Trauben zu sein. Legen wir mal los. Ja. Kurzer Blick. Das bekannte Etikett. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Wir verkosten die parallel, dann können wir die auch ein bisschen vergleichen, wenn wir vielleicht schon nur 2 Weine haben. Ja, eines der Aushängeschilder aus Franken, Weingut Horst Sauer. Horst Sauer und seine Tochter Sandra Sauer, Silvaner Trocken aus der Literflasche. Das ist jetzt aber, ja, ich glaube, das sind zugekaufte Trauben, aber schauen wir mal. So. Gut. Also beim ersten Silvaner. Die Nase ist gleich Silvaner. War ja früher in der Pfalz auch ein extremst wichtiger Wein. Eigentlich in allen Anbaugebieten in Deutschland. Ist aber vielfach vom Riesling verdrängt worden. Und wird nach wie vor vom Riesling verdrängt.
nicht so sehr in Franken, aber in Rheinhessen und Pfalz ist das schon der Fall. Mango. Der ist nicht von schlechten Eltern, muss ich wirklich sagen. Jetzt Horst Dauer. Also sonst sagt man immer den Wein von Horst Dauer diese Mangonote sehr stark nach, aber die ist hier jetzt schwächer. Vielleicht auch damit zu tun, der Friedrich Becker ist ein 17er. Ja, genau. Der Horst Sauer ein 18er. Also. Preislich sind die, glaube ich, beide zwischen 7 und 8 Euro. Also echt, echt schöne Alltagsshoppen. Sauer. Also man schmeckt den Muschelkalk hier richtig schön raus. Hat eine schöne mineralische Note. Gefällt mir gut. Der Friedrich Becker. Sind beides keine Fruchtbomben, haben schöne, dezente Fruchtnoten. Beim Horst Sauer kommt der Muschelkalk viel stärker raus. Hier. Wobei ich glaube, Friedrich Becker ist auch Muschelkalk, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Mangonote ist ausgeprägter. Schöne 39er. Also schöner Wein. Nicht nur irgendwie so für Schorle, sondern den kann man so schön trinken. Wirklich schöner Alltagsschoppen. Beide. Gehen wir zum vierten Flight. Da geht es dann wieder um Riesling. Drei trockene Rieslinge. Zweimal Mosel, einmal Rheingau. Wir fangen an mit dem Rheingauer. Das ist der Literwein vom Weingut Schloss Vollraths. Hat ungefähr 80 Hektar, eines der ältesten deutschen Weingüter. Ich glaube von 1210 oder so sind die ersten urkundlichen Nachweise. Hat eine sehr wechselvolle Geschichte, ist aber mittlerweile wieder in der Spitzengruppe Birn im Rheingau.
sehr, sehr mineralisch. Im Geschmack eine sehr schöne Frucht. Wirklich sehr schön. Salzigkeit ist dabei. Man hat Äpfel, so eine richtig alte Sorte. Jetzt kenne ich mich bei alten Apfelsorten zu wenig aus, aber es ist nicht Rubinette oder sowas, es ist schon mit Säure. Es ist der Weinbergspfirsich dabei. Vom Preis her ist er, glaube ich, nicht ganz so billig. Ist also über 10, ich glaube 12 Euro, 12,50 oder so habe ich den gekriegt. Schauen wir mal. Zweiter Wein. Vom Weingut haben wir ja vorhin schon den halbtrockenen probiert. Jetzt folgt der trockene Riesling. Also der ist wirklich trocken. Hat auch 12,5. Schauen wir mal, das scheint. Ah, der Rest hat 12,0. Aber 12,5 scheint so die gängige Alkohol Markierung zu sein. Ist ein bisschen weicher als der Rheingauer. Also der Rheingauer ist ziemlich fest. Ist wieder mehr die Marmelle. Schöner Alltagswein. Drittes Weingut. Günther Steinmetz. Aus Brauneberg. Hat 8 Hektar. Dürfte von den dreien der günstigste Wein sein. Hat Frucht in der Nase. Pfirsich. Ganz klar Weinbergspfirsich. Gezänkte Frucht. Also ich muss sagen, ich bin ganz überrascht, weil das ist jetzt der 18er. Ich habe den 17er im Vorfeld auch probiert. Beim 17er ist der Schiefer richtig durchgekommen. Also wirklich die Lage. Hier ist noch die Frucht im Vordergrund. Der Schiefer ist aber auch da beim 18er.
glaube ich, um die 8 Euro. Jetzt kommt auch der Apfel. So im Nachgang. So, jetzt kommt die Bepunktelung. Vollrad. Ja. Ist schon klasse für einen trockenen Riesling. In der Literflasche. Schöne Frucht, schöne Mineralik. Das ist so ein Riesling, den kann ich mir jetzt wirklich so als Speisenbegleiter vorstellen. So deftige Küche, ist ja sehr gut. 39. Reichsgraf von Kesselstadt. Etwas günstiger, unter 10. Ist etwas feiner, feingliedriger. Günter Steinmetz. Ich muss mal nachschauen, wie viel der genau kostet, aber rein kostenmäßig ist es ein Schnäppchen. Ja, ich glaube, damit sind wir durch mit den Literflaschen. War für mich. Aber Moment, wir machen hier schon nochmal eine totale mit allen Flaschen, die wir probiert haben. Literflaschen für uns, eigentlich sehr wichtig bei den Weingütern. Das ist das, was der normale Konsument dann auch in den Weinstuben konsumiert, ja, als offenen Wein. Das ist das, was die idealen Weine sind für einen Schorle, für einen gespritzten, egal wie ihr es nennt, im Sommer. Und das sind die Weine, mit denen man als Hobbykoch eigentlich gut kochen kann. Ja? Weil ich halt überhaupt nichts davon, jetzt irgendwelche Weinreste in den Fond zu schütten oder so, ist ein bisschen schade. Und außerdem sind wir mal angetreten, für den normalen Weinkonsumenten die Weine zu probieren. Da gehört die Literflasche dazu. Ich trinke die auch immer wieder zwischendurch. Ist ein bisschen weniger geworden, weil man eben die Weine, andere Weine auch testen muss und so. Aber manchmal
hat man einfach Lust auf so ein ganz, also ich meine, gute Weingüter machen ja auch in Literflaschen keine eindimensionalen Weine. Ja? Das sind so schöne Weine, da kann man ein bisschen draußen ein bisschen beim Picknick oder so trinken. Ja? Und also ich hoffe, wir haben eine schöne Auswahl getroffen. Die Weine, die ich hier getestet habe, muss ich sagen, durch die Bank, alle empfehlenswert. Und ja, machen einfach Spaß für kleines Geld. Und man muss nicht immer die 300-Euro Flasche trinken. Manchmal ist so ein Wein zu vielen Gelegenheiten einfach viel passender. Ja, Qualität stimmt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus.